Ich werde sehr oft von Patienten angesprochen oder von Eltern von Patienten angesprochen. Sagen Sie meinem Kind doch mal, es soll gescheite Schuhe anziehen. Was sind überhaupt gescheite Schuhe? Leider muss ich da die Eltern meiner kleinen Patienten sehr oft enttäuschen, weil die Vorstellung, die die von einem vernünftigen Schuh haben, sehr weit weg ist von meiner Vorstellung von Schuhen, die, sagen wir mal, am ehesten noch vernünftig sind. Wie kommt es zustande? Unsere Schuhindustrie gibt uns seit 50 Jahren irgendwie vor, dass wir Dämpfung brauchen, dass wir Fußbetten brauchen, dass wir Unterstützung brauchen. Und in diesem Wort Unterstützung ist eigentlich schon der Fehler drin, weil aus meiner Sicht ist es eben so, dass das Fußgewölbe, was unseren natürlichen Fuß ausmacht, muskulär gehalten wird. Das heißt, Muskeln sind da vom Unterschenkel im Fuß, die eben die Funktion haben, das Fußgewölbe aufrechtzuerhalten. Und wenn ich jetzt anfange, das zu unterstützen mit einem Fußbett, mit einem Gewölbe, das kennt ihr von euren Schuhen, ich habe es auch hier bei einem Schuh mal rausgesucht. Wenn wir da mal reinfilmen, dann seht ihr dieses Polster da in der Mitte. Na, das ist jetzt ein Schuh für Zweijährige ungefähr, wo eben schon so eine Unterstützung drin ist. Und da fängt für mich eben der große Fehler an. Ein Muskel, den ich unterstütze, baut ab und nicht auf. Na, also wenn ich einen Muskel trainieren möchte, muss ich den belasten. Wenn ich ihn entlaste, was hier passiert, dann baut er eher ab. Und dadurch mache ich eigentlich die Füße, bevor sie sich richtig entwickeln können, in der Entwicklungsphase der Kinder eigentlich schon langsam sukzessive kaputt. Ich habe euch gerade mal ein Video aufgenommen von meiner kleinen Tochter in Zeitlupe, die ist jetzt 2. Da seht ihr, wenn sie aufkommt, wie der Fuß so relativ glatt da auf dem Boden aufflatscht und eben das ganze Fußgewölbe eigentlich noch flach aufliegt. Und wenn wir das so sehen, dann haben wir sofort den Gedanken, oh, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, das müssen wir jetzt unterstützen und aufbauen. Also ich denke, so kommt das irgendwie zustande, dass man das seit vielen Jahren so macht in der Schuhindustrie und auch in der Orthopädie sozusagen, das eben empfiehlt, das so zu unterstützen. Aber aus meiner Sicht ist es eben so, man unterbindet eigentlich in der frühkindlichen Entwicklung, wo ich jetzt eben diese Kraft im Fuß erstmal nach und nach entwickle, über Barfußlaufen, über Funktion, über Benutzen der Füße sozusagen, unterbinde ich das und mache es eigentlich kaputt. Jetzt ist so, natürlich brauchen wir manchmal Schuhe. Wir müssen irgendwie mal auf den Spielplatz gehen, wo vielleicht spitze Sachen rumliegen oder so. Oder wir müssen nicht, aber wir wollen auf den Spielplatz gehen. Da liegen irgendwie spitze Sachen rum. Wir brauchen natürlich einen Schutz, dass da irgendwie die Füße nicht verletzt werden zum Beispiel. Und da möchte ich euch eben empfehlen, einen Kompromiss einzugehen. Das sind jetzt hier spezielle Barfußschuhe für Kinder, die ich persönlich sehr gut finde. Das ist eine kleine Firma hier in Sindelfingen, nicht weit von uns, eine Stunde von uns. Produzieren die selber, entwickeln die selber. Und was die jetzt eben als Vorteil haben, ist, die sind super weich, flexibel. Ich kann die also einmal komplett zusammenrollen. Das heißt, der Fuß kann da drin ganz normal abrollen, wie er das auch barfuß machen würde. Und wenn man da reinschaut, da ist keinerlei Fußbett drin. Das heißt, der Fuß kann sich hier drin so bewegen, wie es eben natürlich auch gewohnt ist und kann sich da gemäß seiner Evolution, die sich jetzt über Jahrmillionen unseren Fuß vorgenommen hat, sich darin auch so bewegen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, der Schuh ist relativ breit. Das heißt, der Fuß kann sich auch in der Breite ganz normal entfalten und trotzdem habe ich halt den Schutz von unten gegeben. Kommt nicht ganz am Barfußgehen ran, aber ist für mich eben so der beste Kompromiss. Gibt es auch Schuhe, die geschlossen sind und genau das gleiche erfüllen. Die kann ich ja total zusammenrollen. Die Sohle ist weich. Ich kann auch durch diese Sohle noch was fühlen. Also auch das ist ganz entscheidend, dass Füße eben auch sehr große taktile Reize aufnehmen, ähnlich wie die Hände. Und das natürlich in so einem typischen Industrieschuh ziemlich verloren geht. Ne? Also ich finde die auch cool, um Gottes Willen. Das sind meistens jetzt Geschenke gewesen, die wir bekommen haben. Aber die Schuhe sind so hart und so fest. Da kann der Fuß da drin eigentlich gar nicht richtig arbeiten. Wir haben eine Sprengung hinten drin. Das heißt, wir haben schon so eine Spitzfußhaltung, eine ganz leichte, wie wir es auch bei den Erwachsenenschuhen immer sehen. Und macht aus meiner Sicht relativ wenig Sinn. Auch die typischen Sandalenhersteller und so geben da sehr, sehr viel Unterstützung. Jetzt fand meine Tochter gerade das Video ein bisschen doof, deshalb kurze Unterbrechung. Ich war bei den Sprengungen stehen geblieben. Also gerade hier sieht man auch hinten extrem dick. Das heißt, Kind steht hier schon wie in so einer Spitzfußstellung, was wir eigentlich nicht brauchen. Deshalb von mir der Tipp, müssen jetzt nicht unbedingt die sein, aber achtet mal im Allgemeinen, wenn ihr Schuhe kauft für die Kinder, dass möglichst wenig Fußbett drin ist, dass die Schuhe relativ breit sind, also die Füße nicht schon gleich irgendwie zusammenquetschen, wie wir es dann im späteren Leben oft gerade bei Frauenschuhen haben, was dann die Füße auch sukzessive kaputt macht. Und dass auch die Schuhe eben möglichst beweglich sind, also dem Fuß viel Freiheit zur Entwicklung lassen. Ich möchte auch ein bisschen die Ängste nehmen. Also wie gesagt, auch mir geht es so, ich sehe diesen Blattfuß und denke, ist das jetzt gut? Wann entwickelt der sich?
muss ich da jetzt irgendwas tun? Muss ich da therapeutisch aktiv werden? Und tatsächlich ist es so, dass wir eben die Schwerkraft brauchen. Also wir brauchen diese Funktion, dieses Antreten des Fußes gegen die Schwerkraft im Alltag, dieses Bewegen, dieses Benutzen. Dann kann der Fuß sich ganz normal entwickeln. Seid da ein bisschen geduldig, seid nicht zu schnell irgendwie in einer, oh Gott, ich muss zum Arzt mit meinem Kind, in dieser Schleife irgendwie, dass ich da zur Unterstützung brauche, sondern beobachtet es einfach mal, macht mit den Kindern viel, bewegt euch viel mit den Kindern, geht raus, lasst die auch mal, wo es gefahrlos ist, auf Wiesen oder auch mal irgendwo auf Steinen und so barfuß laufen, dass der Fuß ganz normal auf seine Abhärtung und seine Funktion und seine ganze Greifgeschichte, alles, was der Fuß so braucht fürs spätere Leben, um gesund zu sein, und der Fuß wiederum viel Einfluss auf die Gesundheit insgesamt hat, braucht er diese Entwicklung und diese Belastung und diese Anforderungen. Und was er eben nicht braucht, sind Schuhe, die ihn völlig einpacken, abschirmen vom Alltag und von der Umwelt und irgendwie ihn wohin biegen, wo er mal hin soll, wie so ein Stamm an einem Baum, den man versucht gerade wachsen zu lassen. Wir sind keine Bäume, wir sind Menschen, wir brauchen diese Reize von außen, dass wir uns normal entwickeln können. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Klarheit geben können, welche Schuhe Sinn machen und welche Schuhe weniger Sinn machen. Gebt mir gerne mal Feedback, wie ihr das handhabt mit euren Kindern im Video. Also unter dem Video Feedback geben, wie ihr das so macht. Lasst mir gerne ein Like da, wenn ihr es hilfreich findet, und schickt vielleicht mal jemandem, der so hardcore auf der Seite der orthopädischen Schuhe steht, und vielleicht können wir ein kleines Umdenken anstoßen. In diesem Sinne, macht's gut, liebe Grüße und bis bald. Ciao, ciao. Thank you.